Tilsiter Emmentaler Gouda, Käse soweit das Auge reicht. In Nieheim bieten an diesem Wochenende knapp 100 Aussteller aus ganz Europa ihre Milchprodukte an. So wie Annalena Banzow aus der Schweiz. Sie ist zum dritten Mal dabei und begeistert die Marktbesucher mit einem ganz besonderen Käse. Ah, das ist ein kleiner, ist unser Hanfmutschli. Mutschli ist wie gesagt ein junges Käsli, was sehr mild ist. Und der Mike, unser Käsemeister, hat eigentlich gefunden, ah, das müssen wir ein bisschen aufpeppen, warum nicht geröstete Hanfsamen reinmachen, die dem Ganzen nur so ein bisschen einen Knusper-Effekt dazu gibt. Und die Leute, auch vor allem Junge, finden es äußerst amüsant. Vor 20 Jahren fand der deutsche Käsemarkt in Nieheim zum ersten Mal statt. Ein Konzept, das sich etabliert hat. Von den 100 Ausstellern haben wir über 50 Käsereien dabei, die ihren Käse noch handwerklich herstellen. Und das ist schon eine Besonderheit. Viele Firmen sind immer mehr auf die Industrie gegangen und wir stellen halt wirklich nur noch handwerkliche Betriebe vor. Das ist auch bei unseren Kulturprodukten, die wir dann auch noch zeigen. Das sind alles handwerkliche Betriebe, die also wirklich noch ohne Maschinen produzieren. Wer an diesem Wochenende in den Genuss der zahlreichen Sorten kommen will, hat noch bis Sonntag die Gelegenheit. Ab 10 Uhr ist der Markt geöffnet. Der Eintritt kostet 2 Euro.